aus Österreich vom Ritzlerhof. Wir sind einmal mal wieder beim IKS Master Training. Diesmal haben wir einen ganz interessanten Menschen bei uns, den Dr. Stefan Polten. Er ist Schulmediziner und hat aber ganzheitliche Ansätze. Und wir fanden die Idee, die er hat, oder die Ideen und Sachen, die er umsetzt, sehr interessant und haben ihn aufgrund dessen gebeten, mit uns ein Interview zu führen. Und genau bei diesem Interview mit dem Herrn Volker Knäher und dem Herrn Stefan Polten wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Spaß. Ja, dann zuerst mal herzlich willkommen heute zu einem ganz besonderen Videopodcast hier im Ritzlerhof in Österreich. Da haben wir schon einiges drüber gemacht. Und wir haben uns jetzt ganz kurzerhand entschlossen, ein Interview zu führen, und zwar mit Stefan. Er wurde ja eben schon mal vorgestellt. Und zwar möchte ich das deshalb tun, weil ich Mediziner liebe, die über den Tellerrand hinausschauen, die sich nicht nur auf das Schulmedizinische beziehen, sondern einfach das Ganze, ja, wie soll ich sagen, mal ganzheitlich sehen. Stefan, du hast einen Blog ins Leben gerufen vor einiger Zeit, ja, wo du, ich glaube, Gesundheit to go, genau, richtig? Ja. Was ist denn so dein Ziel gewesen mit dem Blog? Welche Zielgruppe möchtest du ansprechen? Was ist dir da besonders wichtig? Also mein Ziel mit dem Blog war, dass man in diesem Blog in kurz prägnanter Art und Weise Informationen kriegt, Ideen, Anregungen zum Thema Gesundheit, Methoden kennenlernen, um zu gucken, was weiß ich, habe mal was über Meditation zum Beispiel geschrieben, für was ist das sinnvoll, wie kann ich da einsteigen ins Thema, solche Dinge. Und wichtig ist mir halt immer, dass es kurz ist, dass man halt nicht stundenlang irgendwas lesen muss oder gucken muss. Ja, das ist eigentlich so. Und meine Zielgruppe sind eigentlich alle Menschen, die interessiert sind an alternativen Sachen und halt auch so ein bisschen wie ich über den Tellerrand hinausschauen wollen und nicht nur Schulmedizin haben möchten, sondern auch einfach gucken, okay, ich habe dies und das Thema, dies und das Problem und was kann ich da machen? Jetzt ist ja Medizin so ein weitläufiger Begriff, vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, was du genau machst, wo du herkommst und warum du dich so mit Alternativmethoden beschäftigst. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also ich bin Anästhesist, mache vor allen Dingen Intensiv- und Notfallmedizin. In einem einen Bereich, da arbeite ich im Krankenhaus, und auf der anderen Seite habe ich eine Praxis und in der mache ich nur Alternativmedizin. Habe vor allen Dingen oder habe mal begonnen nur mit Schmerzpatienten. Das ist auch immer noch das Hauptthema, und auf der anderen Seite sind da Patienten, die Prüfungsängste haben oder Ängste zur Schule zu gehen und solche Dinge, sodass es auch so ein bisschen in den Coaching-Bereich reingeht, und da mache ich halt oder benutze vor allen Dingen Mentaltechniken. Mhm. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, was du so alles machst? Also gerade Mentaltechniken zum Beispiel? Ja, es geht auf der einen Seite, gibt es da eine Klopftherapie, die ich viel benutze, die ja so mit energetischer Psychologie, die da reinkommt. Und dann auf der anderen Seite benutze ich viel Bewusstseinstechniken, wo man sich also wirklich mal bewusst macht, wo kommt diese Angst her, warum habe ich das und ist das überhaupt sinnvoll für mich? Wo kommt das her? Wo kommt das her? Und dann versuchen wir, die aufzulösen. Deine Praxis ist in? In Hamburg. In Hamburg. Genau. Und auch hier ist deine Zielgruppe sehr weitläufig. Ja. Okay, jetzt hast du ja gesagt, du hast einen Blog und veröffentlichst dort immer Beiträge. Deine Beiträge sind auch alle gratis, ne? Die sind alle gratis, ja. Okay, da gibt es auch ein gratis E-Book, wo man sich runterladen kann. Genau, also wenn ich mir das runterlade, was bekomme ich da? Das geht dann ins Thema Ernährung, was auch ein großes Thema für mich ist. Da habe ich halt, siehst du, du hast ja vorhin gefragt, wie ich dazu gekommen bin im Studium. Anfang die Homöopathie mal gewesen und dann darüber letztendlich auf alle anderen Sachen. Und ein großes Thema ist eben Ernährung. Und da habe ich mal irgendwann entdeckt, als ich für mich, ich bin jemand, der das alles ausprobiert an sich, bevor er überhaupt irgendwie was an Patienten dann weitergibt oder macht. Und ich habe mal Rohkost eine Zeit lang ausprobiert. Und über die Rohkost bin ich dann zu grünen Smoothies gekommen und war jetzt super begeistert. Das sind also normale Smoothies, kennst du die? Ja. Das sind ja so diese im Prinzip Früchte in Mixer. Und da ist Gemüse drin oder so. Genau, und in den grünen Smoothies ist immer ein Anteil Grünzeug drin, was dann halt letztendlich Blattgrün, Feldsalat oder solche Dinge sind. Und da hat sich halt rausgestellt, das war eine Amerikanerin, Frau Butrenko, die, oder eine Russin, die nach Amerika ausgewandert ist mit ihrer ganzen Familie, und die waren relativ krank, haben dann angefangen mit Rohkost und sind darüber wieder gesund geworden über die Ernährung und hatten aber irgendwann das Gefühl, es ist langweilig, ja, und wollten irgendwie so einen neuen Kick. Dann hat die wiederum geguckt, was machen denn unsere nächsten Verwandten, die Affen, und hat festgestellt, dass die gar nicht den ganzen Tag Bananen essen, so wie ja viele denken, sondern viele Blätter. Und dann hat sie halt probiert, Blätter zu essen, und das ist ihr aber übel aufgestoßen und hat dann letztendlich mit der Zeit experimentiert und hat einen Mixer gehabt und hat das einfach mal in den Mixer gepackt und halt Obst dabei oder dazu getan, um so ein bisschen was Süßes zu haben. Okay. Und hat dann festgestellt, dass das irgendwie durchschlagende Wirkung hat. Also so ein Gemüse-Obst-Cocktail. Genau.
Okay, und das ist es dann ein Rezept, wo man da von dir bekommt? Oder? Nee, in dem Buch sind es im Prinzip so die Grundlagen, wenn man in das Thema einsteigen will, weil meiner Ansicht nach das auf dem Ernährungssektor eins der besten Dinge ist, die man tun kann. Mhm. Also meine Erfahrung zum Beispiel mit grünen Smoothies sind Leute, die Kaffee-Junkies sind und ohne, dass sie die Absicht haben, die trinken ein, zwei Wochen jeden Tag einen grünen Smoothie und haben keinen Verlangen mehr. Oder auch Schokolade. So Leute, die irgendwie sagen, oh, ich habe immer auf süßes Appetit. Ja? Mhm. Und so einen richtigen Japp, die fangen mit Smoothies an und der ist weg. Mhm. Also scheint irgendwie so, das ist ja vor allen Dingen in diesem Grünzeug ist Chlorophyll, was in Mitochondrien sehr ähnlich ist. Das sind ja die Kraftwerke unserer Zellen. Mhm. Und irgendwie scheint das so eine gute Wirkung zu haben, dass der Körper lernt, den ganzen Mist, den man so isst am Tag, den will er nicht mehr haben. Mhm. Warum auch immer. Also ich glaube, es weiß noch keiner ganz genau, aber die Wirkungen sind halt echt erstaunlich. Okay. Und darüber habe ich dann, ich habe gedacht, okay, über was kann ich schreiben, was ist so mein Thema? Mhm. Und das war halt sowas, wo, wenn ich im Krankenhaus bin und meinen grünen Smoothie auspacke, dann sagen halt alle, was ist das denn? Und irgendwie, das sieht ja aus wie schon mal gegessen. Mhm. Und alle haben immer gefragt und erzähl uns doch mal was dazu. Und inzwischen trinken sogar viele grüne Smoothies im Krankenhaus. Von deinen Kollegen oder wie? Genau, okay. Na, vor allen Dingen auch in der Pflege. Mhm. Und dann dachte ich so, was kann ich schreiben über grüne Smoothies? Da bin ich halt durch einen Freund reingekommen, der hat gesagt, schreib doch einfach mal ein Buch, da stellst du umsonst rein, vielleicht freut das irgendwen. Ja, ich denke, das ist in unserer Zeit extrem wichtig. Ich meine, Ernährung ist das so ein grundsätzliches Thema. Wir bekommen ja kaum noch die Stoffe, die wir brauchen über die klassische Ernährung, haben da von allem irgendwo zu wenig. Du bist ja sehr ganzheitlich orientiert, wenn ich dich da richtig verstehe. Ja. Ganzheitlichkeit ist ja für viele, auch die das jetzt vielleicht anschauen, vielleicht zu wenig definiert. Was verstehst du unter dem Begriff ganzheitlich am Menschen arbeiten und wo siehst du da große Vorteile für die Menschen, die zu dir kommen? Schöne Frage. Also ganzheitlich ist für mich im Prinzip Körper, Geist, Seele einbeziehen. Mhm. Und für mich ist es so, dass jemand, der was Körperliches hat, das immer auf allen Ebenen mitspielt. Also es ist halt irgendwie, es ist halt auch geistig und seelisch. Und ich finde, man sieht das schön. Ich mache ja viel Körpertherapie und da sieht man das halt oft auch sehr schön, dass wenn der Körper, ich habe vorhin einem hier erzählt, wenn man mit der einen Körpertherapie, die ich mache, wenn, da ist es normalerweise so, man behandelt, das ist eine Schmerztherapie und dann kriegen die Menschen Übungen mit. Und wenn man das so tiefgreifend über den Körper schafft, was so in vielleicht 1% der Fälle der Fall ist, dann fangen die an zu zittern, zu weinen, sich zu übergeben zum Teil und dann brauchen die hinterher eigentlich auch gar nicht mehr die Übung. Also dann ist man im Prinzip so durchgedrungen, aber es ist halt sehr selten. Mhm. Und oftmals ist es dann so, dass ja schon ein geistig oder ein emotionales Thema dahinter steckt, wahrscheinlich sogar immer meiner Ansicht nach, aber ich bin dann keiner, der dem Patienten was aufdrängt, sondern wenn jemand zu mir kommt und sagt, Mensch, ich möchte nur diese Schmerztherapie haben, die manuelle, und mit dem anderen lass mich in Ruhe, dann ist das für mich auch in Ordnung. Mhm. Dann arbeite ich halt im Prinzip erstmal nur körperlich, jedenfalls augenscheinlich. Okay, das heißt, du stülpst niemand das über, was er nicht haben will? Nein, okay. Wobei in meinem Weltbild ist es halt so, da alles zusammenhängt, beeinflusst das eine das andere auch immer. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und habe irgendwelche Darmprobleme, dann würdest du eben auch schauen, was für emotionale Konflikte oder was für energetische Konflikte dahinter stehen. Genau. Okay. Wenn du jetzt sagst, du machst Schmerztherapie, das ist ein sehr weiter Begriff. Was für eine Art Schmerztherapie? Also ich habe zum Beispiel vor kurzem einen Kunden gehabt, der hatte Borrelien im ganzen Körper. Ja. Wird der auch angesprochen bei dir oder gehst du auf eine andere Art von Schmerz? Da kommt das sehr drauf an, wo er Schmerzen hat. Also wenn das jetzt jemand ist, der dann wirklich einen Ganzkörperschmerz hat, dann sind die manuellen Schmerztherapien sicherlich... Also es ist dann manchmal so, dass wenn er sagt, irgendwie mir tut der ganze Körper weh und besonders in den Knien oder so, dass man dann da was machen kann. Aber ansonsten ist es doch sehr schwierig, wirklich den ganzen Körper da schmerzfrei zu kriegen, nur mit einer manuellen Therapie, meiner Erfahrung nach. Da würde ich dann also vor allen Dingen auch andere Sachen mitmachen. Und Borrelien habe ich jetzt dann auch vielleicht interessant. Ich bin mit einem Kollegen zusammen in der Praxis und der ist auf sowas spezialisiert mit Borrelien und dann ist oftmals eine Zusammenarbeit da, dass ich dann sage, okay, ich gucke mir die Schmerzen an, er guckt sich das Thema Borreliose an, und dass man dann einfach zusammen guckt, wie man das Beste für den Patienten rausholen kann. Jetzt arbeitest du ja, sagtest du in eigener Praxis, gleichzeitig im Krankenhaus und findest dann noch Zeit, relativ viel in deinem Blog zu machen, wo du alles gratis zur Verfügung stellst. Wie kriegst du das unter einen Hut? Weil mir Spaß macht. Also das ist letztendlich mein Hobby. Mhm. Wenn wir jetzt mal deinen Blog anschauen, was für ein Ziel verfolgst du da für dich? Also was soll da entstehen? Das sieht für mich, wenn ich so anschaue, hochinteressant aus, aber ich habe irgendwo das Gefühl, das ist so ein Startschuss. Ja. Wo, hast du da schon eine Ahnung, wo die Reise hingeht oder lässt du dich da eher führen?
Also ich lasse mich so ein bisschen führen. Mhm. Ich habe so ein paar Ideen. Der Startschuss war jetzt erstmal, dass Patienten halt zu mir gesagt haben, Mensch, was kann ich da noch machen und da noch? Und letztendlich überschneidet sich das ja oft, sodass ich gesagt habe, okay, so kam der Blog mal zustande. Ich mache einfach mal einen Blog und schreibe da immer mal was drauf, was mir so einfällt und was Patienten mich fragen, damit andere auch gucken können oder auch Leute, die gar nicht zu mir kommen, gucken können. Und die Grundidee ist halt wirklich, da gute Informationen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ohne diese ständige Verkaufsmails, wie es viele schon haben, so täglich angeschrieben zu werden. Also verkaufen, wie gesagt, dieses E-Book, das ist halt gratis, das kann man sich als PDF dann runterladen. Man kann es auch bei Amazon für 99 Cent als Kindle-Version kaufen, wenn man das mag. Wenn man sagt, okay, PDF kann ich nichts mit anfangen, ich habe ein Kindle, dann geht das auch. Und da habe ich das auch bewusst halt, das ist der niedrigste Preis, der möglich war. Und da war halt auch nicht die Idee, da irgendwie viel Geld zu verdienen, sondern dass möglichst viele die Möglichkeit haben, das zu lesen, weil ich da halt so begeistert bin von diesen grünen Smoothies. Okay. Jetzt gibt es ja in deinem Blog verschiedene Kategorien. Ich habe gesehen, zum Beispiel, da gibt es Ernährung, es gibt Praxis, der Bereich Praxis. Womit haben da die Leser in Zukunft zu rechnen? Was wird da drin stehen? Ja, Praxis war bisher immer so, dass dann vor allen Dingen so Sachen drin standen, die, also wenn ich mal ein Seminar gegeben habe, jetzt im September gab es zum Beispiel mal so ein Seminar mit meinem Bewegungslehrer auch zusammen, weil ich auch eine Bewegungslehrerausbildung mal gemacht habe und so mal angefangen habe, dass wir zusammen, das hieß Bewegung in die Schmerzfreiheit, haben wir das genannt. Und da haben wir uns halt einen Tag damit beschäftigt, den Menschen bestimmte Bewegungen zu zeigen, bestimmte, ich sage jetzt mal so plakativ, Gymnastik, um was für Gutes für sich zu tun. Die Rückmeldung auch total genial war. Nach vier Wochen kamen dann E-Mails, Mensch, ich hab da so eine 2-Minuten-Gymnastik entwickelt, wo man halt in 2 Minuten, die man mehrmals am Tag macht, sehr schnell, sehr gut körperlich in Form kommt. Und da war dann halt auch die Rückmeldung, Mensch, hätte ich gar nicht gedacht, dass das alles so gut würde. Ich hatte Knieschmerzen, die sind weg. Hat sich auch einmal noch nach einer bestimmten Schmerztherapie, die ich auch mache, behandeln lassen bei einem Freund, muss man dazu sagen. Und da fand ich dann zum Beispiel interessant die Rückmeldung, die ich oft kriege in dem Bereich, die sagte, es war so einfach, und deswegen glaubt mir keiner, dass das geholfen hat. So. Und das ist dann auch wieder so, das fand ich interessant, habe das dann gleich wieder aufgegriffen als Thema im Blog, über Einfachheit, weil mir das auch oft begegnet, dass Leute sagen, wie, du machst da das und das und dann soll das irgendwie weg sein, wenn man irgendwie scheinbar so geprägt ist, es muss alles kompliziert sein, es muss alles schwierig sein, es muss alles langwierig sein und was Einfaches kann, habe ich so das Gefühl manchmal, darf nicht sein, kann nicht sein, wie auch immer. Ne? Aber du ganz magst verrückt. Es einfach, deshalb bietest du auch genau die Dinge an. Ich mag es einfach, ja. Okay. Also bei mir in der Praxis ist nichts irgendwie besonders langwierig oder schwierig. Hast du überhaupt noch Kapazität in der Praxis oder haben die Leute monatelang Wartezeit, wenn sie zu dir wollen? In der Regel nicht. In der Regel nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Rückenbeschwerden habe, das ist doch so ein Thema, also zu mir kommen viele, ich darf das nicht tun, ich tue auch nichts und ich würde jetzt jemanden zu dir schicken. Warum ist der bei dir da gut bedient? Also was machst du da ganz genau? Womit hat jemand zu rechnen? Wie viele Anwendungen gibt es? Also ich bringe hier ein Beispiel. Ja. Ich habe eine Schwester und die hat, ich weiß nicht, seit 4 oder 5 Jahren Rückenprobleme. Ich glaube schon, dass sie so mehr oder weniger als austherapiert gilt in dem Bereich, möchte sich aber, ich sage es jetzt mal, mit psychologischem Humbug nicht beschäftigen. Ja. Also sucht hier jetzt auch jemand, der da möglicherweise so eine Schmerztherapie macht. Was würdest du da tun? Wie lange könnte es dauern, bis man da erste Erfolge sieht? Und wie empfindet es der Patient, wenn er zu dir kommt? Tut es weh? Ist es schmerzhaft? Ja. Oder kann man darüber ein bisschen sprechen? Ja, kann man. Also in der Regel läuft das so ab, dass die 90 bis 120 Minuten mitbringen am Anfang. Bei mir ist es wichtig, dass ich mir halt, da ich ja ganzheitlich arbeite, dass ich mir ein Bild mache. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, was tut weh? Oh, das Knie oder jetzt in dem Fall der Rücken. Und dann geht das sofort los, sondern ich möchte mal so ein bisschen hören, wie ist das in anderen Bereichen auch, wie lebt der so, was hat er für Vorerkrankungen und was hat er sonst für Sorgen, weil ganz oft ist das ja so, die haben Rückenschmerzen und haben noch ganz viel andere Sorgen. Aber selbst wenn die jetzt sagt, nö, mit Psycho-Humbug oder was auch immer, möchte ich nichts zu tun haben, sondern nur manuell, dann schaue ich, dann zeigt der Patient mir als nächstes, wo tut es genau weh und wie. Und daraufhin, ich arbeite im Prinzip so im Groben mit 2 verschiedenen Schmerztherapien. Die eine kommt aus der Osteopathie und die andere kommt aus der Kampfkunst. Und entscheide mich dann aufgrund dessen, was er mir zeigt, aus meiner Erfahrung halt, aus den ganzen Jahren, was wohl besser funktionieren wird.
dann erkläre ich ihm das, weil mir ist ganz wichtig, dass kein Patient da ist, der dann irgendwas an sich machen lässt, gar nicht weiß, was das soll, was das ist, mhm. und dann irgendwann rausgeht und es hat geholfen oder nicht, sondern ich gehe mal von mir aus, ich bin so verdammt neugierig. Mhm. Und deswegen frage ich ihn halt und sage ihm, okay, ich würde Ihnen das jetzt gerne erklären, was wir machen und welches Modell dahinter steckt, und die meisten wollen es auch wissen. Mhm. Ja, und dann erkläre ich Ihnen das noch und dann fangen wir an. Mhm. Meistens sind die Schmerztherapien, die ich mache, auch ein bisschen schmerzhaft, ein bisschen mehr oder weniger, mhm. und die Ergebnisse sind recht schnell da. Also es ist im Prinzip so, dass ich nach der ersten Behandlung sagen kann, wir kommen da voran oder nicht. Mhm. Weil es, also nach der ersten Behandlung ist entweder der Schmerz ganz stark reduziert oder sogar weg. Mhm. Und wenn da nichts ist, dann ist das auch nicht die richtige Art der Therapie, was sehr selten der Fall ist. Das heißt, er muss da jetzt nicht jahrelang warten, bis er da ein Ergebnis Nein. sieht, sondern kommt da sehr schnell zu Potte, genau. und weiß, okay, das schlägt bei mir an oder nicht. Und also wenn nicht, macht man was anderes. In 1 bis 3 Sitzungen ist im Prinzip das erledigt. Also es ist selten mal, dass man mehr als 3 Sitzungen braucht, mhm. aber dann ist es halt auch so, dass er sieht, okay, es geht in die richtige Richtung, mhm. ich bin noch nicht am Ziel, mhm. ja, weil wir im Prinzip halt gucken, wo möchtest du denn überhaupt hin? Also ich habe zum Beispiel mal eine Patientin mit Rückenschmerzen gehabt, und bei der war das so, dass wir dann eine Schmerztherapie benutzt haben, bei der man hinterher dann Übungen macht. Mhm. Und die hat gesagt, sie möchte 5% Restschmerz behalten, denn diese 5% erinnern sie jeden Morgen daran, dass sie die Übung machen muss. Ah, ja, das und andere Patienten sind dann halt so, die sind schmerzfrei, machen mhm. dann ab und zu noch die Übung und vergessen die dann wieder. Mhm. Und bei dieser Art der Therapie ist es halt so, dass die Übung letztendlich so, ich sag mal, die schlechte Bewegung in Anführungsstrichen im Alltag mhm. Wegnehmen oder ja, ausgleichen sollen, mhm. ist vielleicht besser gesagt. Und mhm. wenn die dann das nicht machen, dann kommt der Schmerz irgendwann wieder, weil sie halt im Alltag natürlich, also als Beispiel, wenn wir rausfinden zusammen, dass Sitzen einfach die Muskeln so umprogrammiert hat, mhm. dass sie verkürzt sind und dann Schmerzen bereiten, mhm. und man behandelt die dann, sie sind dann schmerzfrei, und der ist jetzt zum Beispiel, hatte ich mal einen Busfahrer. Zu dem Busfahrer kann ich ja schlecht sagen, okay, hast du jetzt gesehen, ne, aufgrund deines Sitzens ist mhm. er schlecht geworden und du hast Rückenschmerzen bekommen, ab heute nicht mehr sitzen. Mhm. Dann kann der seinen Beruf nicht mehr ausführen. Und deswegen mhm. sind dann halt diese Übungen da, die er 2-3 Mal am Tag macht, die dauern in der Regel 5 Minuten, mhm. ja, sodass man das auch gut machen kann, denn das wäre ja dann auch wieder praxisfremd, wenn ich sage, okay, du musst 1 Stunde morgens, 1 Stunde abends die Übung machen, dann sagt er auch, das mache ich einmal und hat mhm. der Polten irgendwie eine Macke. Und deswegen ist das alles recht kurz und gut durchführbar. Mhm. Ja, und dann ist das eigentlich auch gut. Also mein Ziel ist letztendlich, dass sie ihr eigener Therapeut werden durch die Übung. Mhm. Mir geht es immer nicht darum, dass die, was weiß ich, einmal die Woche zu mir kommen, ich übertreibe jetzt mal Jahre, sondern mhm. mein Ziel ist, dass die so wenig wie möglich zu mir kommen mhm. und mich dann weiterempfehlen. Das ist so meine Philosophie, die dahinter steckt. Was mir sehr gut gefällt. Eine Frage habe ich, die mir ganz wichtig wäre. Ich bin sehr viel im Internet engagiert oder ja. wir machen da sehr viel. Wenn ich jetzt auf deine Seite komme, das weiß ich nicht. Hast du ein Newsletter? Ja, also etwas, dieses, wo du ja, das ist noch nicht so deutlich sichtbar. Da muss ich noch mal ein bisschen okay, aber arbeiten du über das. Dieses Gratis-Book. Mhm. Da ist halt gleichzeitig auch Newsletter. Weil es ist ja so, man geht auf eine Seite, sieht da interessante Informationen mhm. und oftmals ist es so, dass man im Moment nicht betroffen ist. Und ja. dann ist man auf einer anderen Seite, findet nicht mehr zurück. Mhm. Wenn man sich aber da kurz eintragen kann, und Informationen bekommen, wenn es neue Artikel gibt, wenn es neue Beiträge gibt, finde ich das immer super. Genau, also man hat die Möglichkeit, ja. Newsletter über Facebook, okay. einfach darauf zu gehen, über Google Plus, das sind so die 3 Möglichkeiten, wie man dann immer auf dem Laufenden bleibt. In welchen Abständen informierst du darüber? Newsletter gibt es in der Regel so einmal die Woche, mhm. außer ich bin jetzt hier, da okay. ist dann eine Woche Pause. Okay. Und bei Facebook ist eigentlich immer noch am gleichen Tag, mhm. dass man also... In der Regel sind das so 2-3 Sachen mhm. in der Woche, die man Informationen bekommen kann oder Artikel. Mhm. Und die kriegt man dann eigentlich also über Facebook, Google Plus und mhm. Newsletter. Du machst da jetzt auch für dich extrem viel. Du bildest dich sehr, sehr viel weiter. Mhm. Also ich habe mir das auch mal angeschaut bei dir ja. auf der Seite. Da passiert ja unheimlich viel. Machst du das jetzt nur für dich oder ist dein Ziel dann nachher, aus all dem, was du so gelernt hast, so etwas zusammenzubasteln, wo du sagst, wow, das ist so das Beste, was ich kennengelernt habe, und schnür da für meine Klienten, für meine Patienten dann ein besonderes Konzept. Wo geht da die Reise hin? Also es ist im Prinzip immer so, dass ich liebe halt Seminare, mich weiterzubilden, Bücher zu lesen. Mhm. Das ist so ja, mein Hobby und mhm. meine Leidenschaft. Mhm. Und ich gucke dann immer, ist es wirklich das, was ich erwartet habe? Mhm. Ist es mein Ding? Also ich war auch schon auf etlichen Seminaren, wo ich Methoden gelernt habe, wo ich gemerkt habe, okay, die Methode ist super. Habe das auch ein paar Mal ausprobiert, aber es ist nicht meins. Mhm. Es ist einfach so gute Sache und andere können das toll. Und mhm. dann, wenn jemand danach fragt, kenne ich auch meistens Leute und kann die da gerne hinschicken, aber mhm. es ist nicht meins. Und aus den Methoden, wo ich gesehen habe, okay, die sind A, sehr wirksam, B, gehen schnell und C, ist es mein Ding, die benutze ich halt. Und mhm. da gucke ich einfach für den Patienten, was passt. Mhm. Und
Gut, das war ja für mich auch ein ganz wichtiger Grund, Stefan, mit dir das Interview zu führen, denn für mich ist eines immer sehr wichtig, da draußen gibt es viele Leute, die labern viel, die reden viel nach, aber leben das nicht, was sie tun. Und deshalb, was mir eben so gefällt, ist, dass du wirklich sagst, ich mache die Dinge selber und gebe nur das weiter, was mir gut tut, was bei mir funktioniert und was ich selber, also was du selber für stimmig hältst. Ja. Und was halt letztendlich auch bei anderen funktioniert. Also genau. Ich würde jetzt auch nichts machen, wo ich sage, okay, mir tut das total gut, aber die 100 Patienten, die ich damit behandelt habe, das hat nicht einem weitergeholfen. Also dann ist das für mich auch so, dass ich das für mich mache, aber in der Praxis nicht mehr machen würde. Okay. Wir machen an der Stelle Schluss, werden jetzt gleich unten die Internetadresse einblenden vom Stefan. Am besten einfach mal hinschauen, über Facebook informieren lassen. Ich bin mir sicher, es lohnt sich. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Und viel Spaß noch. Tschüss. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an den Dr. Stefan Polten für das Interview. Wahrscheinlich ging es Ihnen genauso wie uns, dass wir sehr viele interessante Ansätze gefunden haben. Und wenn es Sie weiterhin interessiert, was der Herr Dr. Stefan Polten so in seiner Arbeit macht, finden Sie auf seiner Seite nochmal ein kostenloses E-Book, was Sie sich runterladen können.